Und damit herzlich willkommen, ihr Raketen. Willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Lange ist es ruhig gewesen, keine Interaktion, keine Videos. Ich habe es im letzten Video erklärt, warum, wieso, weshalb das Ganze gerade so ist, wie es ist. Aber seit gestern, seit dem 23.09. gibt es ein neues Spiel auf dem PC bei Steam. Das Ganze nennt sich Tiny Glade. Und ich wollte euch das nicht vorenthalten. Worum geht es? Tiny Glade ist ein Spiel, in dem ihr ja unterschiedliche Szenerien bauen könnt. Ihr könnt Burgen bauen, ihr könnt kleine Dörfer bauen. Ihr könnt auch einfach nur eine einzelne Szenerie mit einem Haus bauen und allem, was euch ja was ihr dazu schön findet. Und das Schöne an dem Spiel ist, dass ihr auf nichts achten müsst. Es ist unheimlich entschleunigend, unheimlich entspannt. Aus dem Grund, weil ihr nicht darauf achten müsst, eine Einwohnerzahl zu erreichen oder Meilensteine zu erreichen. Ihr müsst auf keine Wirtschaft achten. Ihr müsst nicht darauf achten, dass ihr irgendwas mit Strom versorgt, mit Ressourcen versorgt oder dass ihr irgendwas abbaut, um etwas bauen zu können, sondern ihr könnt einfach drauf losbauen, ohne auf irgendwas zu achten. Das Spiel gibt es aktuell im Steam Shop für 12,47 €. Es ist im Moment noch mit 15% rabattiert. Und ab 4. Oktober kostet das Spiel dann 14,79 €. Ich denke, sowohl das eine als auch das andere ist rein preislich total in Ordnung. Und wenn ihr seht, was man hier alles machen kann, denke ich, werdet ihr euch freuen. Wir legen einfach mal los und gucken einfach mal, was uns heute hier erwartet. So sieht das aus. Das ist die Lichtung, auf der wir bauen können. Sie ist nicht groß. Ihr seht das hier, das weiße Karofeld, in dem wir uns bewegen können und in dem wir einfach drauf losbauen können. Hier unten habt ihr sämtliche Dinge, die ihr machen könnt. Ihr könnt unterschiedliche Hausformen bauen, ihr könnt alles miteinander verbinden. Mauern und Zäune, Wege, Fenster und Türen, Schornsteine, Flaggen. Ihr könnt dem Ganzen einen anderen Anstrich geben, ihr könnt es abreißen, ihr könnt Terraforming machen. Ihr könnt aber auch kleine Blumen und Bäume setzen oder auch ein wenig Wasser. Das Ganze hat einen Zeitfluss, den ihr ein- und ausschalten könnt. Ihr könnt auch bestimmen, wann ihr bauen wollt und wie die Zeit aussehen soll, vielleicht wenn ihr Fotos machen wollt oder sowas. Wie gesagt, es kann durchgehend laufen, es kann aber auch einfach blockiert werden und stehen bleiben. Wir legen einfach mal los und gucken einfach mal, was wir hier in unserem Angespielt so schaffen. Wer sich noch nicht entscheiden möchte, kann auch eine Demo spielen. Das Ganze gibt es auch als Demo. Und man kann einfach mal so ein paar Sachen probieren und gucken, ob das Spiel etwas für einen ist. So, wir ziehen jetzt hier einfach erstmal einen Weg durch. Und dann möchte ich hier ganz gerne ein Haus hinbauen. Hier hinten. Ihr könnt immer alles noch verschieben und verziehen. Also ich setze jetzt hier zum Beispiel das kleine Haus hin. Wir machen das einfach mal so in die Größe. Ihr könnt aber immer noch das Haus verdrehen. Mit Rechtsklick könnt ihr das Ganze auch immer noch verschieben. Und selbst danach könnt ihr es noch in der Breite verändern, bis zu einem gewissen Punkt in der Länge verändern. Ihr könnt es auch in der Höhe verändern, sowohl das Dach als auch das Haus als solches. Ihr könnt auch die Form des Dachs noch verändern. Wenn wir jetzt mal gucken, wir können das Dach ein bisschen schmaler machen, können es ein bisschen breiter machen. Ihr könnt das Ganze halt auch hochziehen, je nachdem, was ihr halt bauen wollt. Ihr könnt auch unterschiedliche Gebäudetypen zusammensetzen und das Ganze dann zu einem größeren Haus kombinieren. Wir machen jetzt hier einfach erstmal eine kleine Szenerie. So, Türen setzt ihr, indem ihr zum Beispiel einfach einen Weg hier mit ranlaufen lasst und direkt an die Wand rangeht. So sieht das Ganze dann aus. Eine Tür, die sich automatisch aufgesetzt hat. So, daneben würde ich sagen, setzen wir Fenster. Ihr könnt bis zu 3 Fenster nebeneinander setzen und die Fenster vergrößern. Und ihr könnt auch im Nachhinein die Sachen durch Anklicken immer noch verziehen und verschieben. So, ich persönlich finde, dass das Haus ja noch ein bisschen zu breit ist. Ich würde es gerne noch ein bisschen schmaler machen. Und vielleicht sogar noch ein bisschen flacher. So.
Das Schöne ist, wenn ihr euch durch die Bäume bewegt, der Lichtung, dann macht sich das immer wie so ein kleines Guckloch auf. Also ihr habt nie irgendwie Probleme, etwas beim Bauen nicht zu sehen. Und hier drüben zum Beispiel würde ich ganz gerne einen Kamin hinbauen. Das Ganze kann man dann noch ein bisschen höher machen. Auch den Kamin kann man noch verschieben. Und er kann dann in der Höhe mit angepasst werden. Was ich hier ganz gerne machen möchte, ich möchte ganz gerne noch die Art des Hauses verändern. Ich möchte ganz gerne ein Fachwerkhaus daraus machen, weil ich das unheimlich schick finde. Dieses Fachwerk. So. Und damit hätten wir zumindest rein theoretisch das erste Haus schon einmal fertig. Jetzt steht hier ein kleines Häuschen, aber das soll ja nicht alleine stehen. Also können wir uns überlegen, ob wir hier zum Beispiel auch wie so eine Art kleinen Garten mit dran bauen. Dazu nehmen wir jetzt hier einfach den Zaun, setzen den hier vorne mit an und ziehen den hier mit rum. Das Schöne ist, dass sich die Eingänge selber setzen. So, und damit haben wir einen kleinen Vorgarten. Könnt ihr gerne noch einen Baum mit hinsetzen, dass das Haus nicht so alleine steht. Zum Beispiel hier drüben noch eine kleine Blumenecke. Und damit hätten wir was Schönes gebaut. Aber damit das nicht so alleine steht, habe ich ja eben schon gesagt, wollen wir hier natürlich noch ein bisschen weitermachen. Und ich habe mir überlegt, ob wir hier zum Beispiel noch eine Art Kirche mit hinbauen. Dafür brauchen wir ebenfalls ein größeres Gebäude. Wir setzen das einfach mal hier hinten mit hin. Kann ruhig ein bisschen länger sein. So. Wir verschieben das Ganze noch ein bisschen nach hinten, dass wir hier ein bisschen Platz haben. Wir brauchen natürlich einen Kirchturm. Den werden wir hier hinten mit dran setzen. Aber wir machen ihn noch ein bisschen kleiner und wir ziehen ihn weiter hoch. So, mal gucken, dass wir ihn vielleicht noch ein bisschen kriegen. So. Kriegen wir ihn sogar noch einen dicken größer? Fragezeichen. Nee. Man könnte jetzt natürlich noch einen zweiten Turm mit draufsetzen. Das würde tatsächlich noch funktionieren. Dann würde das aber, glaube ich, rein von der Größe her zu groß werden. Und ich möchte hier ganz gerne noch diesen kleinen Vorderbereich bauen. Bisschen rausziehen. Das Vordach machen wir noch ein bisschen kleiner. Und das lassen wir auch so steinig. Das finde ich eigentlich ganz schick. So, jetzt gibt es hier den Weg. Wir machen wieder einen kleinen Weg. Wir setzen den mal von hier, wo die Tür ist. Hier würde ich die Kirchtür hinsetzen und dann geht es hier nach vorne. Und dann brauchen wir natürlich Fenster. Und auch hier ist es so, dass wir diese Fenster zum Beispiel
nebeneinander setzen können und sie dann größer machen. Ähnlich wie bei den anderen Fenstern. Auch das geht bis zu dreimal. Aber es ist ja eine kleine Kirche und dementsprechend würde ich auch einfach nur die kleinen Fenster hier nehmen. So, das Ganze machen wir hier drüben genauso. Das Einzige, was schade ist, es gibt hier keinen Zurückknopf. Also es ist ähnlich wie bei City Skylines. Ihr müsst, wenn ihr etwas gebaut habt, was euch nicht gefällt, müsst ihr das komplett abreißen oder zumindest den Part komplett abreißen, weil es keine Rücktaste gibt, so wie bei Planet Zoo oder Planet Coaster. Persönlich finde ja, wir sollten hier oben noch, wenn hier die Glocke ist, so ein größeres Fenster mit hinmachen, dass man zumindest den Glockenschlag hört in alle vier Richtungen. Ist ja die Kirche, wenn man das hier guckt, so ziemlich zugewachsen. Ihr könnt tatsächlich halt auch die Bäume hier drumherum einfach abreißen. Und dann können wir die einfach neu setzen, und zwar so, wie sie uns gefallen. So. Kleine Vogelhäuschen davor. Und ich persönlich finde es ja jetzt gar nicht so verkehrt, wenn wir sagen, wir machen hier vor auch noch so eine kleine Blumenwiese. So ein bisschen, so eine, zumindest den Blumenbusch hier mit dran. Ja, das kann ruhig ein bisschen buschig werden. Und das Ganze kann man dann mit einem Weg umlaufen. Aus rein optischen Gründen ziehen wir bis hier vorne einfach noch einen Zaun. Aber nur hier vorne. Muss gar nicht komplett rumgehen. So. Ich habe gesagt, Bäume können wir trotzdem setzen, damit es nicht so kahl aussieht. Ihr könnt die Bäume auch immer noch verschieben, also ihr könnt eurer Kreativität da wirklich freien Lauf lassen, und das finde ich halt unheimlich schön. Jetzt haben wir hier unser kleines Haus, die Kirche. Und wir könnten ja vielleicht noch so eine kleine Art Dorfteich mit davor setzen. Können wir den Zaun vielleicht sogar doch rumsetzen. Wenn wir sagen, wir nehmen den hier einmal mit rum, dann lassen wir den einfach hier bis zum Teich laufen. So,
Und schon haben wir einen kleinen Teich. In Richtung Wald und Kirche. Und gerne können wir auch hier hinten noch mal ein größeres Haus mit hinsetzen. Wir setzen es einfach mal hier mit daneben. Wie gesagt, wir können es immer noch drehen. Wir können es immer noch verschieben. Kreativität ist da wirklich keine Grenze gesetzt. So, wir könnten zum Beispiel sagen, wir machen das Ganze noch ein bisschen größer. Wir heben es einfach mal ein wenig an. Das sieht jetzt natürlich erstmal komisch aus, aber auch hier könnt ihr alles komplett anpassen. Das sieht jetzt erstmal nicht so gut aus, weil das hier auch so gar nicht wirklich mit dazu passt, aber wir können mal gucken. So, und schon sieht das Ganze nämlich anders aus. Seht ihr das hier? Schön aufgestützt. Das Ganze können wir noch ein bisschen weiter rausholen. Das Dach gerne einen Ticken flacher machen. Und schon haben wir hier wie so einen kleinen Erker. Den wollen wir natürlich auch noch ein bisschen weiter rüberholen. So. So, damit haben wir jetzt nochmal ein größeres Haus mit dazugesetzt. In unser kleines Dörfchen hier. Wie so eine kleine Villa. Und auch das möchte ich ganz gerne in diesem Fachwerkstil haben. Damit es halt einheitlich aussieht. Man kann zum Beispiel dann hier hinten auch noch wie so eine Art Balkon mit hinsetzen auf den Innenbereich. So. Zack.
Kann sein, dass wir nachher nochmal die Größe kurz ein bisschen mit anpassen müssen. Und damit das Ganze dann halt auch auf Stelzen steht, machen wir das entweder so oder, was auch geht, da müssen wir gleich nochmal kurz gucken. Wir machen das mit dem Weg. Machen den Weg dafür auch ein bisschen breiter. Wunderbar. Damit haben wir hier unseren kleinen Balkon hinten sogar noch mit drauf. Und hier vorne nehmen wir den Eingang mit dazu. Könnt ihr den Eingang jetzt quasi auch hier mit runter setzen oder an die Ecke. Aber wir packen ihn einfach mal hier vorne mit hin. So, ein bisschen größeres Anwesen. So, sieht deutlich besser aus, denke ich. Es sind gar nicht so viele Sachen, die man zur Auswahl hat, aber es reicht, die Sachen zu nutzen, die man hat. Und daraus kann man schon so viele tolle Sachen basteln. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob das hier, welche Art Tür hier schöner aussieht. Ich glaube, wir nehmen hier eine ganz normale Tür nach draußen. Wir könnten hier sogar noch ein Eckfenster mit reinbauen.
sogar noch eine kleine Wäscheleine hier mit dabei. Nee, das gefällt mir tatsächlich nicht so. So, was natürlich nicht fehlen darf in so einem großen Haus, ist der Schornstein. Müssen wir mal gucken, wo wir den hinsetzen. So. Könnten wir tatsächlich das Ganze einmal einzäunen. Ist auch cool, wie die Schafe, die hier rumlaufen, einfach einmal kurz nach oben katapultiert werden. Wenn der Zaun sich hier lang schiebt oder wenn sich generell hier auch ein Haus oder irgendein Gebäude mit hochzieht. So. Okay, so sieht es jetzt erstmal aus. Wir haben zwei Wohngebäude, wir haben eine Kirche und wir haben damit so eine ganz kleine Szenerie erschaffen mit einem kleinen Teich etc. Man kann natürlich noch deutlich mehr machen, aber ich denke, fürs Erste habe ich euch gezeigt, was es für Möglichkeiten gibt, wie man das Ganze nutzen kann. Wenn ihr natürlich wollt, dass wir mehr bauen, dann lasst es mich einfach gerne wissen. Was haltet ihr von dem Spiel? Gefällt es euch nicht? Habt ihr eventuell Ideen oder Wünsche, was man noch bauen könnte? Dann schreibt es auch hier gerne in die Kommentarspalte und lasst es mich wissen. Mir macht es auf jeden Fall unheimlich viel Spaß und ich glaube schon, dass ich hier das ein oder andere an Zeit reinstecken werde und mich hier ganz gerne kreativ austoben werde. Von mir war es das jetzt erstmal wieder. Ich hoffe, ihr habt einen entspannten Start in die neue Woche. Und dann sehen wir uns ganz hoffentlich bald wieder. Bis dahin geht er steil, bleibt da geil. Ich freue mich auf euch. Haut da rein. Tschüssi.